Wir bereiten in der heutigen Fraktionssitzung die beiden Sitzungstage in dieser Woche vor. Wir haben Mandate, Auslandseinsätze der Bundeswehr, 7 Einsätze zu verlängern. Wir gehen davon aus, dass wir dafür im Deutschen Bundestag eine Mehrheit bekommen. Wir haben dann in dieser Woche auch den Bericht des Sonderbeauftragten der Bundesregierung zu dem schrecklichen Anschlag vor einem Jahr auf dem Breitscheidplatz. Und da geht es auch um die Frage der Entschädigung der Opfer. Wir werden auf Initiative unserer Bundestagsfraktion einen Antrag im Deutschen Bundestag einbringen und auch mit den anderen Fraktionen außer Linken, AfD wohl beschließen. Da geht es nicht nur um die Entschädigung der Opfer vom Breitscheidplatz, sondern es war mir ein wichtiges Anliegen, grundsätzlich den Opferschutz von Gewalttaten zu verbessern. Man hat schon in der letzten Legislaturperiode darüber gesprochen, ist nicht geschafft. Es muss einfach so sein, dass Opfer von Gewalttaten, vor allem von schweren Gewalttaten, auch vom Staat eine Entschädigung bekommen müssen. Das muss besser werden und das werden wir in dieser Woche dann auch als Antrag verabschieden, die Bundesregierung auffordern, dann einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Wir haben in dieser Woche das erste Sondierungsgespräch mit der SPD. Und es werden nach diesem Gespräch weitere Gespräche verfolgen. Ich wünsche mir, dass wir zügig arbeiten, dass wir gut vorankommen und nicht die Gespräche bis weit in das nächste Jahr hinein ziehen. Wir werden mit der SPD verhandeln mit dem Ziel, eine Regierung zu bilden, eine stabile Regierung zu bilden. Wir wollen mit der SPD diesem Land eine gute Regierung stellen und das werden wir sehr engagiert, seriös werden wir dies tun. Und ich hoffe, dass wir doch schneller vorankommen können, als es jetzt in manchen Äußerungen gesagt wird.